avoir jeté tous les mannequins d'osier du haut d'un grand pont. Ces fantômes oubliés, ces ombres du passé qui nous espionnent. Faudrait pouvoir brûler les visages adorés de notre enfance. Marcher d'un pas léger vers le soleil qui vient en insouciance. Et les regarder. Jeter tous les mannequins d'osier du haut d'un grand pont, comme les poupées cassées, les pierrots abîmés de la mémoire. Faudrait pouvoir rayer les prénoms murmurés dans sa jeunesse et savoir oublier les yeux et les baisers de la tendresse et les regarder. Pop-Bambi 1991 verleiht einer der großen und beständigsten deutschsprachigen Interpreten, aber bitte mit Sahne, Udo Jürgens. Meine Damen und Herren, wenn man heutzutage sich eine junge Künstlerin oder einen jungen Künstler aus der Welt der Popmusik aussucht, den man ehren möchte, dann muss man sich sehr beeilen. Denn kaum ist er da, ist er auch meistens schon wieder weg. Also es übersteht manchmal kaum ein Jahr oder zwei. Umso mehr freue ich mich heute, und ich nehme an, es geht Ihnen genauso, dass wir heute eine junge französische Künstlerin ehren können hier, von der man jetzt schon weiß, dass sie nicht in wenigen Monaten oder Jahren vergessen ist, von der man jetzt schon weiß und dies schon bewiesen hat, dass sie auf dem richtigen Wege ist. Mit guten Liedern, mit guten Texten und einer tollen Ausstrahlung. Und wenn ich sie so anschaue, dann muss ich sagen, das junge Europa ist noch ein zartes, sensibles, aber sehr schönes Gebilde. Aber wenn dieses junge Europa die Stimme erhebt, hat es heute schon im Konzert der Stimmen auf der Welt eine ganz gewaltig starke Stimme. Auch das passt genau zusammen. Meine Damen und Herren, der Bambi für Popmusik, für eine jugendliche Sängerin, für Patricia Kaas. Das nenne ich Arbeitsteilung. Der eine trägt den Umschlag und der andere trägt vor. Aber lass mal, ich mach zunächst beides. Ja.